Regiosport wird Ihnen präsentiert von Nur die beste Qualität, von der Beratung bis zum Service. Jetzt neu, Kerli und Vitra mit dem Staubsauger. Alles aus einer Hand. Wagner Haushaltsgerät in Brattelen. Zwischen Freitag, 30. Juni und Sonntag, 2. Juli, findet auf der Anlage vom Tennisclub Angenstein im Lörrenackergebiet in Asch das dreitägige und sehr gut besetzte Tennisturnier um den Vertex Cup statt. Der Anlass steigt zum dritten Mal und hat sich toll entwickelt. Tonbar grundsätzliche einleitende Worte. Also der Vertex Cup ist ein nationales Spitzentennisturnier, das hier jetzt in Asch zum dritten Jahr stattfindet. Im 2020 haben der Beat Kühni, der Turnierdirektor, und ich ziemlich genau da, wo wir jetzt stehen, die Idee gehabt, ein Turnier zu organisieren. Und ja, dann haben wir das probiert und jetzt sind wir da, wo wir heute sind und dürfen Spieler aus der ganzen Schweiz empfangen und das erfreut uns sehr. Das OK operiert mit einem Budget von rund 20'000 Franken, das mit Sponsorengeldern und den Einnahmen aus der Gastronomie aufgebracht wird. Ausgetragen werden Damen und Herren Einzel plus ein Tableau im Mixed Doppel. Die sportliche Besetzung, ja, die darf sich mehr als sehen lassen. Ja, erfreulicherweise haben wir auch dieses Jahr wieder eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Wir haben jetzt in der Endtableau jetzt 9 Endspieler. Das ist fantastisch. Letztes Jahr haben wir nur etwa 5 gehabt. Und dieses Jahr haben wir auch im R1-Tableau haben wir jetzt 27 Stück. Das ist sehr viel. Und dann erfreulicherweise haben wir 5 Damen, die sich jetzt auch gemeldet haben. Das ist, für Damen ist das doch schon recht erfreulich, weil ich weiß auch nicht warum, aber Damenanmeldungen, die sind halt einfach immer ein bisschen schwierig. Und dann haben wir auch noch im Mix-Doppel, dort haben wir leider ein bisschen wenig Anmeldungen. Der Turnierdirektor erklärt seinen Job. Der schaut dann auch schauen, dass alles korrekt abläuft und dass die Regeln eingehalten werden, dass die Tableaus erstellt werden und so weiter. Also er ist eigentlich verantwortlich für alles. Und wenn dann Endspiele sind, die geschiedet werden, das ist dann bei uns am Finaltag ist das so, sobald der Stuhlschiedsrichter da ist in der Halbfinal- und Finalspiel, dann brauchen wir auch einen Referee und das ist dann quasi wie mein Chef. Also dort darf dann nicht ich, sondern dort macht das der Referee. Und da haben wir auch ganz eine nette Dame, Daniel Spielmann, die dann hier der Referee ist am Sonntag. Gespielt wird, wie eingangs kurz erwähnt, auf dem undeckten Platz vom Tennisclub Angenstein im Gebiet Lörrenacker. Im Fall von Regen verschiebt sich das Ganze übrigens ins Center Tennis an der Birs. Das bedeutet der Vertex Cup für den 56-jährigen Verein. Für uns ist es wichtig, dass wir hier wieder für eine neue Mitgliederwerbung so einen Anlass organisieren können, das jetzt zum dritten Mal. Und ich denke, dass hier einfach ein bisschen Zuschauer kommen, auch mit Kindern, die doch dann den Verein vielleicht ein bisschen anschauen können und vielleicht für die Zukunft Mitglieder werden. Es gibt nicht nur den Fußballclub Asch, sondern es gibt auch noch den Tennisclub Asch. Veranstalter weisen gerne darauf hin, dass der Vertex Cup etwas Besonderes ist. Einzigartig ist, dass wir eine familiäre Atmosphäre haben und auch beibehalten wollen. Und bei uns stehen Spieler und Spielerinnen wirklich im Mittelpunkt. Also wir geben wirklich alles dafür, dass sie ein schönes Turniererlebnis haben. Und das ist uns am wichtigsten. Alles andere ist sekundär. Und wir gestalten unser Turnier so, dass wirklich jedes Individuum, das am Tennisturnier teilnehmen will, eine gute Zeit hat und dass ihr Spass am Sport und ihr Talent wertgeschätzt wird.